wieder zurück in der Baustelle. Der Flohmarkt ist ready. Durian aus dem Asian Store. Was für ein fancy Haus. So viel Excitement da drin, ich werde es safe machen. Die machen hier die richtige Gönnung. Die Vibes kicken. Es ist richtig Chaos. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus. Traf mich wie eine Panzerfaust. Jetzt bin ich zurück und zeige, wie man Mantras baut. Guten Morgen, Being Savages. Die letzten Tage habe ich keine Vlogs gemacht, weil die Baustelle ist ziemlich laut. Aber ihr wisst, Circumstances don't matter, only your state of being matters. Scheiß drauf! Was kickt als erstes rein? Dankbarkeit, dass es so lange ruhig war. Dankbarkeit für Ruhe an sich. Und dann wieder meine Vorstellungskraft. Ey, ich check ab, wie lange dauert die Baustelle noch? Zieh ich vielleicht um? Zieh ich vielleicht in die coolste Straße in Berlin, die Clara Beach Straße, die ich so feier, wo Julian Zietlow früher gewohnt hat, die einfach in den Tiergarten führt. Botschaften außenrum so ruhig. Ja, aber so teuer. Too good to be true, farfetched. Ja, es ist da mein farfetched und too good to be true, dass es nicht verdient hat, Glaubenssatz, der mich daran hindert. Nein, Mann. There is nothing too good to be true. That's what I believe in. And that's what I experience. Also habe ich mir so eine geile Wohnung da angeguckt. Und manifestieren die sich vielleicht. Weil dann wieder, so Synchronicity zeigt mir so, hier Baulärm so. Everything is there for a reason. Nicht so, Mann, wieso ist das da? Sondern ja, Mann. It's there for a reason. Oh, ich will einen Podcast aufnehmen. Mann, es ist so laut. Ich will jetzt... Ja, ich gehe raus in die Natur. Danke, Baustelle. Die letzten zwei oder die letzten drei, lass uns reden. In der Natur, im Tiergarten, in der Sonne aufgenommen. Ich so, ob jetzt Baustellenlärm ist oder nicht, wenn die Sonne scheint. Ich gehe raus in den Tiergarten, nehme da die Podcasts auf. Draußen in der Natur, wie geil. Ich bin so viel länger dann draußen, weil der Poddy läuft hier so eine Stunde laber. Ich bin nicht eh eine Stunde noch mal länger on top. Draußen in der Sonne, in der Natur, die ganzen Terpene. Hört meinen Podcast an. So, warum es so gesund ist, draußen in der Natur zu sein. Deswegen danke, so circumstances don't matter, only your state of being matters. Wäre es nicht für die Baustelle, hätte ich meine Poddys immer noch alle hier drin in meiner Wohnung aufgenommen, was geil ist, so wenn es regnet, kalt ist. Aber wenn die Sonne scheint draußen, so nice. Okay, es geht wieder laut ab, deswegen rollen wir jetzt Clips, denn die letzten Tage ist geiler Shit passiert. Mein Flowmarkt, roll the clip. Flashback. Cap up. Oh, ich liebe einfach dieses Shirt, beingsavage.com. Und mein Flowmarkt nimmt mich bald an. Hier schon mal ein paar Subs und halt einfach, ich liebe so. An Vegan Savage ist halt einfach, das ist so, da ist nur noch ein Drittel drin. Wie würde man das so verkaufen? Und an Vegan Savage ist einfach so, ey, du wolltest eh den Flavor probieren. Was willst du zahlen? Gar nichts. Probier noch und hier kriegst du Geschenk. Geil. Und ich finde es auch so witzig bei mir. Mein Unterhosen-Game. Ich trage ja schon seit 6-8 Jahren oder so. Schon übelst lange. Also ich glaube mittlerweile schon 8 Jahre keine Unterhosen mehr. Ich hatte halt immer so einen Bunch und es werden immer weniger. Und jetzt bin ich so, okay, ich behalte noch zwei. Einen in diesen, einen in dieser Farbe. Weil manchmal habe ich halt sowas wie ein Shooting, wo ich eine Unterhose brauche. Es ist halt so, okay, dann beim nächsten Flohmarkt sind die auch weg. Weil, was heißt, ich brauche eine. Entweder haben die eine oder ich ziehe halt eine Shorts an. Fertig. Alle Unterhosen, wenn die überhaupt wegkommen, kommen weg, sonst in die Kleidersammlung. Ich brauche keine Unterhosen, ich brauche keine Unterhosen, ich brauche keine Unterhosen. Ich trage seit 8 Jahren keine Unterhosen. Nice car. Es ist einfach so schön freeing, wenn ich dann mal wieder denke, so, oh, ich trage mal wieder welche. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwo bin, ich ziehe sie dann da einfach wieder aus, weil so, oh, nee, Mann. Und jetzt wegen alle raus. Ich war 4,5 Monate oder so in Thailand ohne Unterhosen. Ich brauche keine Unterhosen, alle weg. Diese Jacke, ich liebe sie, aber eine reicht mir einfach. Und die ist einfach nicht so functional. Die sieht übel styler aus. Mir geht's nicht um cool, mir geht's um echt. So, ich bin echt, ich bin real. Der echte Ferdi, der ist einfach minimalistisch und der hat einfach eine Jacke, die on point ist. Und die ist nicht ganz on point, die ist übel styler, die ist warm und so. Aber Jeansjacken haben dann keine Kapuze, wenn es regnet, ist nicht so geil. Ich habe diese Snowboard-Jacke, seit ich der kleine Ferdi bin, die habe ich in Whistler in Kanada im Camp of Champion von einem Profi-Snowboarder abgekauft. Und es ist eine Regenjacke, wenn es wärmer ist, kann man hier einfach die Lüftung aufmachen. So, die ist einfach richtig on point. Die hat geil für die Tasche, mit der kann ich snowboarden, mit der kann ich wandern, mit der kann ich im Regen spazieren, mit der kann ich einfach, wenn es fresher ist, sie anziehen. Hier nochmal Koro Staples, der Tisch, mein Backdrop bei Recipe Videos. Ich sehe mich ja seit einer Weile nicht mehr. So viel kam schon weg, weil meine Freunde haben das alles gesehen. So, Paul, so, ich nehme den Food Processor und die Herdplatte, Tenga, diese Subs, Niklas, diese Subs, Phil, diese Subs. Aber ja, ihr seht, es noch eine Menge da. Hier noch mehr Klamotten und ja, das mache ich jetzt alles noch so schön hier. Gestern Mowgli hat mir einfach noch nice so Frauenklamotten gegeben. Und davon hat sich Wandi erstmal wieder was unter der Hand, der Flowmarkt unter der Hand gegönnt. Und ja, mal gucken, wie die Savages das wollen. Das sind auch so viele neue Klamotten. Der Rest kommt dann einfach in die Kleidersammlung gespendet. Let's go. So, der Flowmarkt ist ready. Es fehlt nur noch, dass ich das Licht anmache und den Star Projector. Viele wegen Savage Hoodies dazu gekommen. Dein bester Athlet. Vegan Savage, we can't do animals, vegan. So, Vegan Savage, ich zeige euch mal, wie ich hier die Geschäftsabwicklung mache.
Hier ist mein Office-Desk. Hier bringen die Vegan Savages, was sie bestellen möchten, mit. Nils hat richtig nice Mohn-Zimtschnecken gemacht. Kuss. Also die Masken, die gibt es natürlich geschenkt. Das ist ja fast leer, aber schon richtig geil. Die sind beide fast voll. Und einmal Hefeflocken. 22 Euro. Oder wenn du bar zahlen willst, auch 20 Euro. Digga. Kriegst du 30 zurück, wenn meine Mathematik stimmt? Alright, Bro. Danke dir. Vegan Savages, schaut mal, neuer Rocker-Merch kam an. Der ist noch gar nicht draußen, aber diese Shirts, die sehen so nice aus von der Farbe. Es hat so diesen Oldschool-Bodybuilding-Schnitt. Einfach so weit, so richtig comfy, so Phil wird das richtig fühlen. Deswegen bleibt dran, ich zeige euch die anderen Sachen. Was ich immer gerne mache, wenn was neu ankommt, ich tue es erstmal in die Wäsche auf mit meinem Vegan Savage-Merch, weil wenn es so neu ist, dann so unsere Haut atmet ja und dann will ich, dass es so mit meinem Eco-Washball, Essential Oils und dann im Trocknen einfach so fresh ist und dann... Dann zeige ich es euch. Wow. Wow. Noch knapp eine Stunde können Vegan Savages kommen. Gerade ist keiner da. Gerade hat einen richtig nice. Eigentlich ist der Flohmarkt nur da, um Deep Talks zu haben. Gerade mit Aden einfach so. Ja, war so nice. In der Zeit kam Edeka. Ringmeister heißt das, glaube ich. Die Lieferplattform, aber es ist Edeka. Eins, zwei. Die ist richtig nice, die ich hier aufgeschnitten habe. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht oder neun. Ich liebe was oder Melonen generell so sehr. Generell Obst, aber so besonders am Morgen, also immer, aber am Morgen einfach Wassermelone, möchte ich nicht mehr missen. Vegan Savages, McDown Luck, miss ich nicht, habe ich. Mag ich so viele Wassermelonen zu schleppen, ohne Auto und so, nö, deswegen einfach Ringmeister vor die Tür. Er hat ein ganz gutes Workout und ich habe ihm so gut Trinkgeld gegeben. Fruit Rack ist so on point und holt euch doch ein Fruit Rack, weil Obst zu verstecken, warum? Es ist die schönste Kunst, einfach so minimalistische Kunst. Dankbarkeit halt auch so für die Fruits, so die fühlen sich da pudelwohl, so sie werden hier appreciated. Immer wenn ich hingucke, bin ich so, bunte Farben. Kühlschrank auch noch voller, einfach nice. Dann gehe ich mit Bunny ins Bali Spa, was ich mit den Sachen mache, die vom Flohmarkt übrig bleiben. End of Flashback. Gefrorene Durian. Roll the clip. Flashback. Hier ist innen auf jeden Fall noch gefroren, aber ich glaube, das ist ganz geil. Ich habe einfach die Durian aus dem Asian Store. So knappe 2 Minuten die Mikrowelle. Frame. Viel zu süß. Also ist halt so noch kalt. Die ist nice. Oder? Die ist richtig nice. Also ihr könnt genauso in den Asian Store gehen. Ich war in den am Wittenbergplatz. Einfach gefrorene Durian kaufen. Hier, ich habe die hier gekauft. Aber ich habe auch 2 verschiedene gekauft. Ich habe den 4, 5 verschiedene. Schaut mal, noch Edamame. Gefrorene Jackfruit, die ich einfach so in meine Bowls rein. Hempe eingefroren. Dann hält der ewig. Und hier noch mehr Dorian. Ich habe Pilze gekauft. Mal auch neue Pilze. So. Die hier will ich mal ausprobieren. Weil die sind einfach so getrocknet und die sehen so nice aus. Sind auch so Pfifferlinge, aber sind Seitlinge. Zitronengelb-Seitlinge. Und so geil, oder wenn es auch noch so ein bisschen frozen ist. Oh, das ist nice. Ganz viel Nori, da frage ich mich halt, wie gut das ist, weil hier sind einfach 50 Sheets drin. Das kostet 10 Euro und im Bioladen kosten so 10 Sheets 10 Euro oder 5 Sheets. Da im Bioladen sind immer ganz wenig drin. Aber Bock drauf. Massaman Curry Paste. Einfach so geil, ein bisschen die Meals und da hat man einfach Red Chili, Garlic, Charlotte, Lemoncress, Cumin, Coriander Seed. Galangal, alles wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Egal. Ganz viel Ingwer, Kuma, nicer kleiner Asian Hall. Deswegen geht mal in einen Asian Store, geht mal in einen türkischen Store und probiert mal so 1, 2, 3 Produkte, die ihr gar nicht kennt. Das heißt so wie ich und Jenny so, aber dann check ich so, wie man das eigentlich kocht und dann, boah, voll geil. Oh, Durian. Also es geht regelmäßig in den Asian Store. Deswegen, unterschätzt gefroren nicht, weil oft wird es halt reif geerntet und dann gefroren, dann schmecken die Sachen richtig gut. Wogegen, wenn es da wächst, aber nicht in Season ist, dann ist es frisch teilweise gar nicht so gut wie gefroren. Ich frage, wer ist diese Person, die rohen Tempeh mit Senf isst? Liebe man ja. Boah, das sieht geil aus, das will ich auch. End of Flashback. Und Claire ist jetzt aus Thailand auch wieder da und wir waren bei Wild and Raw, eine geile Poke Bowl essen. Roll the clip. Flashback. Wir sind hier bei Wild and Raw, wir haben uns richtig nice Bowls zusammengestellt. Und einfach Bright Green Future and Coming. Früher gab es hier immer nur als Proteinquelle Tofu. Wobei Edamame und so ist ja genauso Proteinquelle. Aber jetzt gibt es hier einfach von Planted, von der Schweizer Marke, den Vegan Chicken, den ich ja schon kenne. Der schmeckt richtig nice. Aber auch hier sieht so ein bisschen aus wie Hunde- oder Katzenfutter, aber ist Vegan Thunfisch. Und jetzt kriegt ihr mal einen Live-Taste-Test. Schmeckt auch wie Hunde. Spaß. Nee, Mann. Schmeckt richtig geil. Ich habe das letzte Mal Thunfisch vor 9 Jahren gegessen. Aber ich glaube, so könnte Thunfisch schmecken. Besonders hier dann noch mit den Algen zusammen, weil es ist auch aus Algen gemacht. Eure Baustelle. Und schaut mal, Claire ist wieder da. End of Flashback. Und wieder zurück in der Baustelle. Deswegen gehe ich jetzt gleich raus. Wohin? Richtig schön entspannt zu Julians Siedl und neuem Haus. Check up, wie mein Bro da idyllisch wohnt. Vielleicht snacke ich mir auch da eine Crib. Flow State. Wobei es mich mehr excited schon in der Stadt zu wohnen. Und das machen wir. Wir nehmen Podcast auf. Ich freue mich so.
Und dann später, Meetup, heute ist Freitag. So ein geiler Tag. Lehnt euch zurück, schnallt euch an und genießt den Bloggy-Blog, wie ihr es schon seit bestimmt 10 Minuten oder so tut. Es geht weiter. Uah! It is breakfast time oder second breakfast, weil in der Früh esse ich eigentlich immer schon Fruit, so wie Melone. Und dann meistens so um 10, meistens Smoothie und dann so um 2 so ein fettes Porridge. Und dann abends einfach so eine fette V-Gains oder Bowl, wie auch immer du es nennen willst. Und wenn ihr den Blog schaut, jetzt auch in Zitronengeschmack, Liquid Omega 3 von Rocker. Ihr wisst, mit Ferdi spart ihr 10% und ihr supportet euren Boy. Schmeckt so nice und passt so geil zu meinen Nägeln. Und beim Essen lese ich weiter. The New Metaphysics, das Buch ist so krass. Das Religion Chapter, oh mein Gott, jetzt kommt das Science Chapter, ist in meinem Bashar-Folder, hier einfach More Bashar. Aber ja, wenn ihr Zugang zu meinem Google Drive-Folder haben wollt, dann schickt mir eine DM at vGains. Yummy, und immer schön Topics adden, dann kaut man mehr, dann verdaut man es noch besser, sättigt noch mehr, man ist langsamer und es schmeckt einfach so geil. Also ich liebe einfach Maulbeeren da drin von Koro, ihr wisst bei Koro. Vegans 5, spart ihr 5%. Boah, so eine geile Koro-Bestellung rausgehustelt. So happy wieder in Berlin zu sein, bleibt dran, zeige ich euch im nächsten Vlog. Koro hat einfach so viele geile neue Produkte, aber let's talk about it nächstes Mal, wenn es da ist. Let me catch you up to speed. Ah, ich war bei Julian, er hat mir sein Haus gezeigt. Alter, was ein fancy Haus. So gar nicht, was mich excited, so ich mag es einfach minimalistisch. Und nicht so fancy und less is more, so in die Richtung und bunt. Aber es ist einfach cool, so, weil er liebt es halt. Und so die Toiletten zum Beispiel, lauter so fancy shit. Du setzt dich auf die Toilette und ich so, Bro, hat die eine, wie nennen wir das, Klobrillenheizung. Alles klar, Digga. Und ja, die heizt, und halt in jedem Klo, die heizt einfach deinen Po und hat so fancy Features. Oh, ein so geiler Garten, der Pool wird gerade gebaut, der Whirlpool. Und dann setzen wir uns einfach so ein Schlafzimmer auf den Boden und machen fertig Style mit schrägen Winkeln. Einfach nehmen wir einen Podcast auf. Herz zu Herz, so sieht es bei mir. Bei anderen fettes Studio und dann gescriptet und fake Applaus, so. I don't judge, aber fühle ich nicht. Bei mir geht es einfach fair, die Herz zu Herz. Das, was ihr bekommt, diese Frequenz. Oh, und dann jetzt hier so eine lange Cruise, noch ein Käffchen getrunken. Jetzt hier bei Holmes Place in Charlottenburg. Ich hatte einfach Bock, mein Higher Mind so, ey, Synchronicity, genau. Noch, es geht sich so perfekt aus, eine Stunde. Ich habe so Bock, im Wasser zu flowen. In einer Stunde habe ich einen Termin von etwas, was ich vielleicht manifestieren möchte. Aber erstmal gucken, ob es mich überhaupt excited. Deswegen habe ich einen Termin da. Und jetzt bin ich hier gerade so, keine Ahnung, 50 Bahnen geschwommen. Vielleicht auch nur 20, aber einfach so ein geiler meditativer State. Einfach flow und so. Halt so richtig reinfühlen. So ist es meine Higher Mind. So wie mal das Bild. So wo ist am meisten Excitement drin. Und da sucht euch halt einen Umstand, der euch in dem Moment am meisten excited. So, oh, ich will da reingehen. So dieser ganz natürliche Zustand von Compression. Wir sehen die Antwort außen nicht, wir suchen sie im Innen, wir gehen rein. Und dieser ganz natürliche Zustand von Compression, sucht ihr einen Permission Slip, was excited dich gerade? Möchtest du dich einfach hinsetzen, meditieren, möchtest du Bahn schwimmen, möchtest du spazieren gehen, möchtest du Fahrrad fahren? Und wenn du dann halt anfängst, in diesem natürlichen Zustand von Compression, das mit was Negativem assoziieren, dann wird die Compression zu einer Depression. So. Und das bist du. Aber dieser Zustand von Compression ist was ganz Natürliches, ganz Alltägliches. Und dann fängst du halt wieder an, das Negative in Wasser zu ziehen. Und dann Depression. Und du hältst es aufrecht und es bleibt eine chronische Depression. Du kreierst es selber und das bist du. Und du suchst es im Außen, wer kriegt mich da raus? Nee, Mann, weil dieser natürliche Zustand kommt immer zurück von Compression, wo du die Antwort nicht im Außen suchst, sondern im Inneren. Und der ist ganz normal und da, stay positive, so. And then you can only perceive that. What you put out is what you get back. Und dann, ah, ja, okay, so, ah, so excited, ah, so excited ist dich doch mehr, so. Und gar keine Erwartung daran, sondern keeps you going, your excitement. Aber wie es sich dann manifestiert, keine Erwartung, let your higher mind give you what you need. Not what you want, but what you need. Let it surprise you, bam. Und so weiter, so ungefähr könnt ihr es dann im Podcast hören. Ich gehe wieder ein bisschen flowen. Wieder meine Crippo. Der Termin war richtig nice. So viel Excitement da drin, ich werde es safe machen. Was es ist, erzähle ich euch in den nächsten Podcast. So Hunger. Jetzt gibt es erstmal fett essen. Hier Massaman Curry Paste. Hier vorne Jackfruit, hier vorne Purple Leaf, hier Koriander. Hier Corn on the Cob abgeschnitten, Tomatensauce, Nori, was ich noch mit der Schere schneide. Hier, so geil, hatte ich letztens erstmal wieder die Edamama. Und das waren schwarze Bohnennudeln, einfach 100% schwarze Bohnen. Das hier sind zum Beispiel 100%, was ist das eigentlich? Geh nach Hause. Ganz viel Mushrooms, ganz viel Ingwer, ganz viel Kurkuma und so. Und hier, boah, es ist jetzt nicht mehr, worauf ich mich so freue. Einfach weitere gefrorene Jackfruit. Und jetzt habe ich sie mal länger drin gelassen. Oh, jetzt ist sie. Okay, sieht nicht so appetitlich aus, aber es ist so geil. Da lege ich mich jetzt rein. Mit Bashar zusammen. Okay. Kartoffeln fürs Meetup sind im Ofen.
Oh, das sieht so geil aus, so lecker schmecker. Ihr wisst ja, ich koche mit Wasser und dann kann es nicht anbrennen, solange genug Wasser da ist. Sonst einfach mehr Wasser rein. Wenn ihr dann zu viel Wasser habt und ihr wollt es nicht so wässrig, nicht so Suppenstyle, dann gebt einfach das überschüssige Wasser in eine Tasse und ich trinke es. Ich finde, es schmeckt richtig geil. Trinkt es aber, wenn es noch warm ist. Weil ich finde so, wenn es dann so, man vergisst es am nächsten Tag, dann schmeckt es nicht mehr. Aber wenn es warm ist, das ist so die geilste Brühe einfach. Und da sind halt einfach mega viel Nährstoffe drin. Ihr könnt es auch wegkippen, aber viele der Nährstoffe gehen halt ins Wasser über. Und wenn es verdunstet, verdunstet ihr nur das reine Wassermolekül, aber nicht die Nährstoffe. Aber wenn ihr das Wasser wegkippt, da sind halt viele Nährstoffe drin. Deswegen probiert es mal, nur wenn es euch schmeckt natürlich. Aber ich finde, es schmeckt richtig geil. Boah, gibt's das so im Tetrapark? Ich würde es kaufen. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ja, Tafeln sind on point. Und boah, was mir vorhin bei Rossmann gegönnt habe, ist dieses Minz-Gurkenwasser. Und das ist so lecker und das ist einfach echt nur cleaner Shit drin. Hier seht ihr Zutaten. Wasser, Zitronensaft, Zitronenkonzentrat, Minzextrakt, Bio-Zitronenextrakt, Bio-Gurkenextrakt, Balsamico-Extrakt. Lecker Schmecker, echt geil. Also da macht Wassertrinken echt mega Bock. So, Philipp, wow. Fritz übernimmt jetzt die Kamera und macht ein bisschen Behind-the-Scenes-Shots. Sind schon richtig viele Vegan Savages da. Ich zeige euch mal, was wir bisher haben. Und ich habe nicht nur Kartoffeln mitgenommen, sondern ich habe hier noch Rockerriegel, frisch aufgeschnitten. Schau mal, wie nice das aussieht, oder? Schau mal, wie nice diese Wassermelone aussieht. Wie dreist jemand schon eine Zimtschnecke genommen und einfach. Ja, oh, ich leg da einfach eine Erdbeere. Ey, du hättest gleich reinpupen können, so. Und hier, Maxi hat richtig geile Vegan Pizzas bestellt. Teilweise auch richtig wilde. So einfach mit Chips und Sausage. Und yo, einfach, I don't know, dunklen Stuff. Maxi, was ist das auf der Pizza? Das dunkle. Das dunkle Zeug. Das keine Ahnung. Glasnudelsalat, der sieht richtig fresh aus. Hier, äußerst unkreativ. Hallo. Jetzt frontet auch niemanden hier. Ja, kreativer als das hier. Spaß, Spaß. Nee, man, Whole Foods sind einfach geil. Und das hier ist, boah, sogar mit Label, glutenfreies Zwiebelbrot. Boah, das riecht so nice. Und dann hier, Alex hat so ein geiles Salam, Halam, Alhamduli, leckere, so Dala, oder wie das heißt. So also eine richtig geile Linsensuppe halt. Was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Sieht nach Nudelsalat aus. Bist du auch vegan? Ja. Ja gut, bist du auch vegan? Ja. Nice, ja, ich frag nur. Oh, sogar mit Artischocke, oder? Ja. Wow, so Artischocke ist so Gemüse, das kaufe ich eigentlich nie, weil das so irgendwie so ein bisschen tricky ist, oder? Ach so, ja, dann ist easy. Also das ist richtig schwer, Leute. Also das ist gar nicht drin. Oh, das ist so wie Scrambled Tofu, glaube ich. Oder vielleicht auch gar nicht. Das ist einfach ein Gemüsemix mit Bulgur von dir. Schau mal, wie das aussieht. Wie so Spaghetti-Eis. Ja, es ist, glaube ich, auch ein Spaghetti-Eis-Donut. Wilder Shit haben wir hier. Okay, dann machen wir es auch noch fertig. Hier, was hat Philipp mitgebracht? Ah, Philipp. Philipp, ah, einfach geile Nudel-Shit so. Hier, Phil. Ja, nice, halt Früchte. Und da noch halt was und... Let's get it! Okay, und Fritz gibt euch jetzt so ein paar Behind-the-Scenes-Shots. Savages, die machen hier die richtige Gönnung. Ja, das ist echt eine perverse Kombo. Jemand hat vegane Waffeln mitgebracht und die Rocker Creamy Crunchy Cream. So geil. Das Essen, die Ultimate Frisbee, Bundesligaspieler vorm Spielen. Genau, bei uns Taktik. Weil da so viele Carbs dran sind. Unsere Taktik, erst essen und dann voll gefressen, rollen. Weil so kommt man in die geilen Flows. Von wegen Savages. Schaut mal. Ich dachte, ich habe die größte Ikea-Schüssel, aber es gibt immer noch eine größere. Aber das ist einfach zu übertrieben, oder? Ja, wie willst du die denn irgendwohin mitnehmen? Die passt auch nicht in den Kühlschrank. Der auch, wie auch immer das hier hertransportiert hat. Ah, du? Bro, du bist doch das Schüssel. Na klar. Na, für dich? Du isst doch auch Schüsseln. Ja, aber nicht so voll. Ja, natürlich, es kommen doch viele Leute. Ja, aber das ist einmal alle Dekade. Die Schüssel? Ich benutze die öfter, tatsächlich. Hast du probiert? Ja, ich also Flex lebt einfach nur ultimativer Abundance, ich hab's aber noch nicht ganz gecheckt. Schönen guten Tag. Ja. Mann! Einen wunderschönen guten Tag. Hinter uns sehen Sie, das Spiel ist im vollen Gange. Ja. Team Purple Headband gegen Team Die Gewinner.
die Vibes kicken. Es ist richtig Chaos, aber auf Flowstate-Basis. Wir haben vier Teams. Jetzt kriegt ihr einen Shot im Geschehen, im Ultimate Frisbee-Geschehen. Er fängt die nice, er macht einen Pass ohne zu gucken. Er kommt natürlich nicht an. Alex passt rüber. Oh, Julian blockt ihn hart. Sie ist schon am Start, baut sich auf, schmeißt nicht zu mir. Und sie weiß nicht, was sie machen soll, zu viele Männer. Aber Julian ist da, Julian ist immer da. Und Julian hat die Balance, er macht einen schönen Pass. Sie hat ihn, sie guckt, sie überlegt, sie ist überfordert. Aber da ist Cindy, Cindy fängt ihn und Cindy hat ihn. Und Cindy macht einen weiteren Pass zu Jenny. Jenny ist am Überlegen und Ole, Ole hat ihn nicht. Nein, ein guter Block. Keiner steht gut, doch da ist er. Und da, weit nach vorne, zu Fritz und Fritz blockt ihn. Fritz schaut, stellt sich auf und kalkuliert. Aber die Kalkulation macht keinen Sinn. Deswegen wirft er einfach zurück. Aber Jenny ist da. Jenny schmeißt zu. Leute, ich bin raus, Mann. Ich bin raus. Einfach raus, ey. Nein, Mann. Viel Spaß, let's go. Habt ihr Spaß? Habt ihr auch Spaß? Wir haben sehr viel Spaß. Nicer Hoodie! Nicer Hoodie, um sich warm zu halten. Den hast du vom letzten Flowmarkt, oder? Steht dir richtig gut. Boah, Being Savages. Ey, meine Stimme ist so lost, gone, so heiser. Ich bin eigentlich immer, wenn das Meetup richtig geil ist am Freitag, so heiser. Es war so geil, 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 es war so geil. Seid da, seid mal da und dann erlebt's. Nur die Erfahrung, es ist so geil. Es waren so viel geil. So. Ich will unbedingt mal kommen, aber sie kommen nicht, weil na. Und dann kommen sie mal. Und dann kommen sie immer. No sexual. Aber dann kommen sie richtig oft halt. Wenn sie in Berlin wohnen, kommen sie dann mal richtig oft, weil die immer so, ey, ist so geil, so einfach, so free. Ja, einfach spielen, Mann. Der hatte noch eine Box dann da und wir haben einfach so gedanced. Wir hatten dann jetzt noch so richtig nice, ein flowy Rave und einfach, du willst nicht gehen, weil so viele Leute auf deiner Frequenz einfach zusammen flowen, spielen und zeigen dir, wie einfach es sein kann. So nice, so. Oh, und so viel Vegan Savages haben sich so bedankt, weil sie es einfach so leben, weil sie es sind, weil sie es leben, weil sie es gecheckt haben. So, sie hören und sie machen. Sie machen, sie erfahren diese Realität und sie kommen mit so viel Liebe, sie umarmen mich so tief und es ist so schön, dieses Excitement, wie ihr es in meiner Stimme hört und ich dann in ihren Stimmen höre und so, oh nice, Mann. So, ey, wenn man einmal das so erfahren hat, so die Realität, es wird so einfach, die aufrechtzuerhalten, was dir dient und so schwer wirklich da wieder zurückzugehen in diese Limitier, so diesen ganzen Shit kreieren, so. Es kann so frei, es kann so einfach sein, ihr seht's doch, macht doch. Hört doch meine Podcasts nicht nur, sondern macht, hört. Mein Podcast und Bashar. Hört mein Podcast und Bashar und macht. Take us literally. Ming Savage kam zu mir so schön und erst hat sie halt so ein bisschen zugehört, Bashar nicht so gedickt und dann habe ich halt wieder eine Challenge rausgehauen. Hör mal eine Stunde jeden Tag Bashar. So lang halt nur ein bisschen. So wie und seitdem hört sie jeden Tag zwei Stunden Bashar am Tag. Und es macht so Sinn. Lichter, Feuerwerk, bam. Und sie macht, sie checkt und sie ist es und sie erfährt die Realität so. Und was bleibt dann noch zu tun, außer zu spielen? Frisbee. Dancen so. Das aber so, das kreierst du und das kann auch nicht da sein. Das kann einfach easy, es kann abundant, es kann frei, es kann schön sein. Danke, danke, danke. Danke, Vegan Savages, für einschalten. Boah, es war gerade so nice hier. Es hat ja Bock. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Der Duden schreit. Assoziieren.